Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Dragomina, und in dieser Folge werden wir uns hauptsächlich darum kümmern, mit den Schlafzimmern fertig zu werden, also zumindest mit meinem hier. Das von meinem Bruder, ich denke, das werde ich ihn selbst einrichten lassen. Da kann er auch erstmal noch Kohle abbauen und meinetwegen hier einen U-Bahn-Privattunnel einbauen. Er ist recht U-Bahn-versessen. Bei Minecraft habe ich das Gefühl. Ja. Ich mache mal das Spiel offen für ihn. Er wird jetzt nicht direkt kommen, also werde ich erstmal quasi alleine aufnehmen und alleine spielen. Aber vielleicht kommt er ja im Laufe dieser oder einer anderen Folge in dieser hoch. Ja, da haben wir ja Besuch. Haben wir ein Schwert da? Nein. Ey! Es ist so dunkel hier drin. So. Nee, mit dem lege ich mich jetzt erstmal nicht an. Ich habe zu wenig Herzen. So, verrottetes Fleisch. Scheiß drauf. Ich guck dann einfach mal, ob da irgendwie ein Bogen oder sowas ist. Oh, ist das schön, das Tor komplett zu sehen, so wie es sein soll. Ich habe jetzt mir gerade noch ein paar Folgen angeguckt, beziehungsweise sie bearbeitet. Und da war das Tor halt immer in irgendeiner Art Schrott. Und hier war was rausgerissen, hier war was rausgerissen. Und es ist einfach schön, es ganz zu sehen. Nein, wir können uns... Da habe ich einen Bogen. Ich habe 3 Pfeile. Nee. Ich guck mal, ob ich Pfeile machen kann. Dazu braucht man, glaube ich, eine Feder. Davon braucht man was. Ich nehme eh mal ein Schwert hier mal mit. Eine Feder braucht man. Diesen Feuerstein braucht man. Habe ich eine Feder? Nein. Verdammt. Und Stock. Hier ist auch nur Gestein. Egal. Wir haben so viel Stein abgebaut. Das wir haben genug, falls wir mal irgendwelche wirklichen Steinkonstruktionen so ins freie Land bauen wollen. Eisenschwert. Ja, Bogen ist gleich kaputt. Aber egal. Ich... Oh, ich bin diesmal nicht vergiftet worden. Cool. So, dann gehen wir mal diesem... Bogentypi hier auf den Sack. Hallo? Hallo? Der ist weg. Kann er Türen öffnen? Hoffe ich nicht. So, der scheint dann wohl irgendwie rausgegangen zu sein und ist dann verbrannt oder so. Naja, soll mich auch nicht weiter stören. Ich habe überlegt, mein Zimmer irgendwie doch mit Holz auszukleiden, damit das so wohnlich ist. Quasi so ein wohnlicher Raum hier in dem Ganzen. Und... Ich glaube, das mache ich auch. Ich frage mich gerade, ob Birkenholz oder Eichenholz. Also ich habe hier eine recht schicke Eichenholztür. Aber ich finde, Birkenholz ist warm, es ist hell, ist fröhlich. Und aber das passt dann nicht zur Tür. Aber ich finde die Tür auch so schön. Eichenholz. Ich habe hier ein bisschen ein paar Eichenholzbretter. Ja, ich habe übrigens einen neuen Skin hier. Der heißt irgendwie Summer Girl oder so. Und ich finde ihn ganz nice. Und ich wollte halt mal einen neuen Skin machen. Und deswegen habe ich mal geguckt im Internet und den gefunden und habe den dann genommen. Und jetzt werde ich hier Spitzhacke.
quasi den Boden. Oh. Gut, dass wir nicht nach oben gebaut haben in Torins Halle hier, weil sonst wäre das schlecht geworden mit den Zimmern. Das ist eine gute Entscheidung gewesen, das nach unten zu bauen. So. Sechs habe ich noch. Passt genau. Ich würde jetzt mal hier so ein bisschen Birkenholz. Ich mache mal hier generell heller. Oh, gerade Zahl. Semi-gut. Aber egal. So. Und dann werde ich mich jetzt um Holz kümmern. Eigentlich müssten wir genug Holz haben, sonst baue ich einfach hier was ab. Die Tür passt halt hier auch so ein bisschen mit diesem Muster zu den Truhen. Und wenn ich mir dann eine Truhe ins Zimmer stelle, dann finde ich das ganz schön. Hier ist nur Erde und so. Hier ist auch nichts Besseres. Da ist Holz en masse. Ich nehme das nochmal mit. So. Hierfür kann man sich auch mal eben eine Holzdruckplatte bauen. Oh nee, so. Dann müssen wir das zumindest von innen nicht dauernd aufmachen, das Tor hier. Genau. Perfekt. Vielleicht fragt ihr euch, warum es jetzt gerade hier Tag ist. Also warum die Folge hier auch bei Tag begonnen hat, obwohl wir die letzte Folge bei Nacht beendet haben. Das liegt daran, dass ich zwischenzeitlich außerhalb des Let's Plays nochmal kurz in dieser Welt war. Und da war es halt Nacht. Ich bin zum Tor gegangen. Und wie zu erwarten war eigentlich, wie es eigentlich immer ist, wenn wir nachts da zum Tor gegangen sind, da waren da ein paar hübsche Creeper und haben da Löcher geschlagen, haben zum Glück das Tor nicht beschädigt. Ich glaube, dann hätte ich so die Krise bekommen, wenn wieder mal das Tor beschädigt gewesen wäre. Und wir dann die Bäume neu hätten pflanzen müssen. Da hätte ich echt eine Krise gekriegt, glaube ich. Jedenfalls, da, obwohl ich einfach nur kurz mal was gucken wollte, verdammt, waren dann direkt zwei Creeper, die da explodiert sind und die Löcher in die Erde gerissen haben. Und, deswegen habe ich da einfach mal, nachdem ich die Löcher aufgefüllt habe, wieder Fackeln, die ihr da bestimmt auch gesehen hattet, und es wird gerade wieder Nacht, hingebaut, damit da keine Monster spawnen und damit da nicht immer was wieder kaputt gerissen wird. Und hier zum Beispiel da, ja, hier auch. Weil bisher waren da immer irgendwelche Creeper, die irgendwann plötzlich explodiert sind, wenn man da war. Und wenn das das Tor trifft, also die Bäume, dann ist es scheiße. Ich sag's mal ganz konkret. Ja, und bis das halt alles fertig war, war es halt wieder Tag. Und dann habe ich mich so... Moment, was wollte ich? Dann habe ich mich da wieder so an den Eingang unserer Behausung gestellt, als wäre nichts gewesen. Aber die veränderte Helligkeit hat verraten, dass ich was gemacht habe, dass ich da war. Und haben wir hier irgendwo ein Bett? Weil dann würde ich diese Nacht vielleicht sogar ganz gerne schlafen. Bett. Haben wir Wolle? Wolle. Hat mein Bruder etwa die Betten in seinem Inventar? Okay, das war unclever, das
weniger Eichenholz zu nehmen. Egal, wir haben jetzt ein Bett, bevor die ganzen Viecher spawnen. Ja, funktioniert. Werde ich jetzt einfach hier in mein Schlafzimmer das Bett setzen. Und wir werden schlafen. Okay, hier können auch Viecher spawnen, wie wir gesehen haben, aber egal. Wo stelle ich es denn mal hin? Hier, so. Dann wollen wir mal sehen, was so gespawnt ist in Öle von Dorins Alle. Nichts. Gut. Tor müsste auch stehen. Ja, das sieht recht stehend aus, will ich mal sagen. Ich gucke aber nochmal sicherheitshalber und hole mir bei der Gelegenheit auch direkt was zu essen. Warum gucke ich immer diese Kisten durch, obwohl ich eigentlich wissen sollte, dass da nur Gestein und so ist? Ah, ich habe Essen im Inventar. Haha, haha, haha. Perfekt. Dann... So, rennen. Dann bauen wir das mal zu Ende. Hier kommt dann auch so eine Holzdruckplatte hin. So, ich mache die Wände mal auch, weil sonst kann man das nicht wirklich 100% vergleichen. Finde ich zumindest. Ja, okay. Dann ist die Tür halt weg. So. Ich habe auch schon überlegt, was wir danach machen können, also wenn wir hier fertig sind mit dem Zimmer. Und zwar, meine Meinung bezüglich, wie wir die Halle auskleiden sollen, hat sich ja recht oft verändert während der Folgen. Und mir ist auch eine neue Idee gekommen. Und zwar, das wäre gebrannten und gefärbten Ton. Dann könnten wir da auch so Muster machen. Und ich würde dann mich gerne auf quasi so Erkundungstour begeben, um Ton zu suchen und um dann zu gucken, ob das so funktioniert oder ob das so schön aussieht. Und ich glaube, damit können wir dann auch da können wir dann auch so verschiedene Muster quasi machen und mit den verschieden gefärbten Tonstücken. Und gleichzeitig würde ich halt die Welt ein bisschen erkunden, weil ich glaube nicht, dass man so einfach hier, vor allem mit Lavaseen, wo man nicht auf den Grund tauchen kann, Ton findet. Und dann würdet ihr mal was anderes sehen, als hier immer nur Stein, Stein und Thorins Halle ausheben. Und das wird ja auf Dauer auch erstmal ein bisschen langweilig und dann würden wir einfach unsere Welt entdecken und vielleicht auch mal was anderes sehen als Wald. Ja, das würde ich dann machen, wenn ich hiermit fertig bin. Ich finde, es hat sogar so ein bisschen was, das hier so zweigeteilt zu machen. So Zimmerabteil. So, ein bisschen Decke mache ich dann auch noch. So, dann hauen wir hier mal wieder eine Fackel dran. Ja. Oder wir hauen hier eine Fackel dran und hier eine Fackel und dann ist das
recht gleichmäßig. Hier müsste die Sonne sein, um das gleichmäßig zu haben. So, das sind quasi jetzt unsere auf die Schnelle verfügbaren Entscheidungsmöglichkeiten. Ich finde, das sieht tatsächlich hell aus, aber das passt besser zu, na, wie soll ich sagen, halt zu einer Freiluftwohnung quasi, so Ebene darum und schön nach draußen, alles flach, alles schön, Gräser, unendliche Weiten, wie es halt in dem Privatstand von meinem Bruder und mir ist. Und um halt so ein bisschen hier bei dem Hallen, Zwerge, halt Minen von Moria Thema zu bleiben, finde ich eigentlich, dass dann Eichenholz besser passt zum Zimmer. Okay, das sieht jetzt hier außen nicht so schön aus, aber ich kann halt Blöcke auch nicht quasi halbieren. Ich könnte allerhöchstens das Zimmer noch eins weiter da reinbauen. Aber nee, dann ist das mit der Tür wieder so doof. Ach, keine Ahnung. Wir hängen hier einfach ein hübsches Bild drüber. Oder ich überrede meinen Bruder, dass der auch irgendwie Holz macht und wir machen das dann hier quasi auch noch zu Holz. Und ich finde, wenn wir dann halt immer so ein bisschen Holz einsetzen, dann passt das wieder ganz gut. Dann wird das gehen, vor allem wenn wir dann hier Ton hätten oder sowas. Ich glaube, das ist, zeigt dann quasi auch Wohnlichkeit an. Ich glaube, ich mache das dann doch quasi so im Eichenholz, quasi mit Eichenholz. So. Auch wenn das hier quasi nicht gesehen wird, ich mag es immer ganz gerne, das quasi komplett zu haben. Also auch, dass dann das, was man nicht sieht hier. Oh ja, stimmt. Schnellzugang zu Thorins Halle. Dass das dann hier so komplett wird. So, ich hatte eigentlich vorgehabt, in dieser Folge das Zimmer fertigzustellen. Ich merke aber gerade, dass die Folge ist in etwa 2 Minuten zu Ende. Hoffentlich diesmal wirklich. Aber ich achte jetzt mehr drauf als vorher, dass die Zeiten stimmen, die ich hier sage. Und ja. Und ich denke, ausgekleidet werden haben wir es dann, aber auch so mit Einrichtung nicht so wirklich, aber das kommt auch so immer ein bisschen nach und nach halt quasi. Tschüss, Fackel. Unclever. Ich finde es schade, dass wir hier kein Fenster so in dem Sinne haben können, weil das wird halt nochmal so Licht reinlassen und das wäre schön und Entschuldigung. Und ja, Fenster ist eigentlich sowas, was Licht reinlässt, was Wohnlichkeit ausdrückt. Aber in Minenhallen können wir das ja nicht haben und mir geht gerade das Holz zu Neige. Ja, Holz sollte ich vielleicht besser mit einer Axt abbauen als mit einer Spitzhacke. Das wäre eventuell etwas beschleunigend.
Steinaxt ist auch nicht das Schnellste. Oh, nee, ich scheiß da jetzt mal drauf, das hier komplett auszufüllen. Ich habe kein Holz, also kein Eichenholz mehr. Jetzt sieht das wieder so ein bisschen nach Waldhütte aus, finde ich. Sollte ich jetzt doch so zweigeteilt machen, quasi? Fragen kann man sich stellen. So, wenn da Licht reinkommt, irgendwie in irgendeiner gearteten Weise. Man kommt dann hier so rein. Nee, das geht schon. Also, ich kann da ja auch hier so ein bisschen Beleuchtung oder ich kann da einfach Wasser reinmachen. Und es sieht schon wieder so aus, als würde es irgendwie dunkel werden, aber noch ist es recht hell. Ich werde dann erstmal hier Holz holen. Falsche Kiste. Steinaxt. Mehr haben wir auch gerade nicht. So. Und die Folge ist jetzt zu Ende. Ich glaube sogar mit ein bisschen tatsächlicher Überlänge, aber ist ja an sich nicht schlimm. Ich lege mich jetzt ins Bett. Gucke auf die wundervolle, ausgehobene Stelle. Und sage vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mir sagen wollt. Und ciao.